Jo Leute, was geht ab? Trainingshacken Freddy hier. Herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video auf YouTube. Heute soll es wieder um ein paar feine Flohmarkt-Live-Aufnahmen gehen. Ich habe ein paar schöne Sachen gefunden, ein bisschen Retro-Krempel dabei und ich denke, das wird euch gefallen. Ich nehme euch wieder mit auf meine Rundreise. Wir schauen uns erstmal einen Flohmarkt an. Danach habe ich mich noch ein bisschen in einem Gebrauchtwarenladen umgeschaut. Da sind auch ein paar feine Sachen dabei. Ich würde sagen, schaut euch rein. Wenn euch irgendwas auffällt in dem Video, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr Kritik habt, schreibt es auch runter, was ich verbessern könnte. Wer mich noch nicht kennt, Trainingshacken Freddy auf Instagram. Wer Pokémon-affin ist, darf mich auch gerne auf meinem Online-Shop besuchen. Da heiße ich poke-freddy.de, vielleicht findet ihr da was. Und solltet ihr mein Video von letzter Woche noch nicht gesehen haben, checkt das einmal ab. Dann könnt ihr beide Videos hintereinander weggucken und könnt euch einen schönen Nachmittag machen. Und ich denke, ihr werdet das gefallen, oder euch wird das gefallen, was wir jetzt gleich sehen werden. Und ich nehme euch mit. Viel Spaß, Daumen nach oben. Danke, Leute. Entschuldigung, was ist hier so ein? Was ist da drin? Hast du geguckt? So, guck mal, ob da alles drin ist. Aber sieht gut aus. Ja. Was kostet das? 8 Euro. Ich muss mal gucken, ob da überhaupt alles drin ist. Drei, alles klar. Kommen Sie uns gleich nochmal wieder, ja? Danke dir. Gleich noch. Danke dir, ja. Hallo. Hallo. Darf ich mal gucken? Ja, klar. Ich habe mal kurz eine Frage. Was wollt ihr hierfür haben? Diese Konsolen. Ja. Moment. 150. Für alles? Nein. Die wäre 250 für alles. 250 Euro? Ja. Oh, das ist viel Geld. Ja, da sind Spiele mit dabei, genauso wie da. Ja. Ist mit Netz, mit allem. Okay. Die ist komplett. 250 ist schon ziemlich viel Geld, ne? Ja, wenn Sie alles nehmen wollen. Ja, und nur die Spiele? Also die, weil die Konsolen habe ich eigentlich, brauche eigentlich nur die Spiele. Nur die Spiele? Ja. Die ist nur besser.
Eigentlich stehst du noch nicht. Die Konsolen brauche ich nicht eigentlich. Deswegen. Ja. Deswegen wundere ich mich. Ich denke, du weißt die nicht mehr. 2 Minuten. Deswegen habe ich ja gesagt, du warst ja schon lange nicht. Du weißt, oh. Ach, der kommt. Ich weiß nicht. Ach so. Ich hätte jetzt, ja, was hätte ich gesagt? Ich guck noch mal eben, ob ich da vielleicht was finde. Und dann kriege ich vielleicht was zusammen, ja? Okay. Dankeschön. Ich würde nur die Spiele nehmen. Guten Morgen. Hallo. Sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen mit Spracherecht hier beim Verkauf, würde ich mal sagen, ne? Jo. Was wollen Sie dafür haben? Nur für die Spiele? Weil die Konsolen habe ich. Nur komplett zusammen. Nur komplett zusammen? Ja. Also ich habe gerade schon gesprochen. Sie haben gesagt, ihr mit 250 Euro oder was wollen Sie dafür haben? Wenn es beides komplett nimmst, ja. Und nur die Spiele geht nicht? Nein. Schade. Schade. Nur die Konsole war wie viel? 80. 80. Mit den Spielen? Ja. Und die war noch ein bisschen mehr, wa? 150. 150. Weil die ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wa? Weil ich hätte gern, also die Spiele habe ich nämlich noch nicht. Die Spiele, bei eBay habe ich geguckt, 40 Euro mindestens pro Stück. Pro Stück, okay. Krass. Weil ich brauche nur die Spiele, das ist ein Problem. Warum hast du ein Angebot dann? Für alles? Ne, oder nur für die Spiele. Weil ich brauche eigentlich wirklich nur die Spiele. Ja, sag mal. Und ich würde auch die Spiele noch dazu nehmen. Sehr gerne. Ja, die Spiele gehen nur komplett mit denen zusammen. Für die Spiele? Ich hätte jetzt gesagt, 20, 30 Euro sowas. 20 Euro, 25 Euro. Wenn Sie gesagt hätten, 50 komplett. Die 50. Ja. Haben Sie noch mehr so Konsolen oder? Die hier nur noch? Ja. Nur noch die. Okay. Ach, schwierig. 50 komplett. Ja, das ist ja hier mit den Controller. Mit den Spielen. Netzteil und. Der TV-Kabel. Okay. Mit den Spielen. Die Spiele gehen nicht dazu, ne? Haben Sie gesagt? Nein. Wenn wir, das geht dann nur komplett mit denen hier. Ja. Oh, ich könnte 45 machen für alles, was ich mitnehme. 50 ist Minimum. 50. Weil ich brauche wirklich nur die Spiele eigentlich, ne? Das ist das Problem. Ich habe die Konsole schon, ne? Ja. Schwierig, ey. Ja, die Konsole ist normal ja, das nichts ist, wert. Ja, wenn ich jetzt rechne, das ist das Problem, ja. 40, 80, 100 kriege ich mindestens bei eBay. 50. 45 geht nicht? Nein, 50 Minimum. Ja, komm, mach mal 50 Euro, dann nehme ich die mit. Gut. Na gut, machen wir das mal. Komm. Hier ist Wochenspiel. Okay, wunderbar. Dann guten Verkauf euch. Wenn du hast, kann ich dir sagen, 10 Euro. Die läuft einmal frei. Netzteil ist kaputt. Machst du 5 Euro, weil ich gerade gut eingekauft habe? Komm, mach. Okay, gut, dann nehme ich dir auch mit. Okay, danke schön. Jo, bitte. Dann einen guten Verkauf. Aber die funktioniert, kann ich dir hundertprozentig garantieren. Ja, ich vertraue euch da. Ja? Danke euch. Ciao. Morgens. Was kostet so ein Spiel bei Ihnen? 5 Euro. Thank you.
Nicht stören. Aber kann man auch 3 Euro pro Spiel machen, wenn ich so viele nehme? Nee. Nee. Geht nicht. 5 ist schon ein guter Kurs. Ich komme gleich nochmal rum, ne? Danke sehr. Ja. Nicht so viele, aber auch ein paar. Ich habe die alle rausgeholt. Ja. Okay. Ja, weil ich die rausholen wollte, weil da eigentlich mal eine Pokémon-Karte reinkommen sollte. Ja, aber. Laufe ich auch weg. Aber so Pokémon-Karten hast du nicht, ne, dabei. Mhm. Die sammelst du selber wahrscheinlich, ne? Mhm. Willst du für diesen Ordner haben und diese ganzen Päckchen? Gedacht so 12 Euro. 12 Euro? Oder 10 ist auch nicht. 12 Euro. Dann müssen wir unsere Bestandgebühren ein. Genau, die muss rein. Ja, die muss rein. Erstmal rein. 12 Euro. Komm, 12 Euro ist schon ein guter Preis für alles. Da sind sehr viele Karten. Die 100. Habe ich nachgezählt. Danke. Weglaufen war dann noch zu anstrengend. Ja, ja, ich krieg das schon hin. Dankeschön. Dann hoffe ich, dass es irgendwie trocken bleibt, wa? Ja, ich hoffe auch. So, mit den Flohmarktaufnahmen sind wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zu dem Gebrauchtwarenladen. Ganz kurz zur Info, ist ein Gebrauchtwarenladen eine Riesenhalle, wo verschiedene Verkäufer quasi so einen Teil anmieten. Hier war direkt so eine kleine Vitrine. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Hier war ein Nintendo DS, der sollte 25 Euro kosten. Dann haben wir hier ein paar NES-Spiele und das eine Spiel, was da ganz links liegt, keine Ahnung, was das für ein Spiel war. Dann kam ich auf die andere Seite der Vitrine, da habe ich dann auch direkt das Pokémon Gelbe Edition Modul gesehen. Da oben ist noch ein Pokémon Pinball Modul. Ich blende euch die Preise hier ein. Ganz kurz eben zur Info, sollten da irgendwelche Preise aus Großbritannien oder so sein, dann ist das einfach, weil ich auf die Schnelle keine anderen Vergleichspreise gefunden habe. Nehmt mir das nicht so übel. Ich zeige euch hier einmal ganz kurz die Preise, die der haben möchte. Ja, ihr seht auch selber, also solltet ihr irgendwo PlayStation-Spiele finden und ich erwische mich dabei selber ganz oft, dass ich denke, oh geil, die muss ich jetzt unbedingt haben. Aber der Wert der PlayStation 1-Spiele ist auch nicht immer der, den man sich vorstellt. Deswegen kauft die Spiele am besten nur günstig ein, es sei denn, es ist für eure Sammlung. Und ihr seht ein Spiel, was ihr unbedingt haben möchtet. Hier oben jetzt so ein Pappaufsteller, Ultramond, Ultrasonne. Weiß ich nicht genau, was er dafür haben wollte. Ich gehe aber davon aus, dass es auch nicht so günstig gewesen wäre, weil die Preise echt stolz waren. Ihr seht das jetzt hier beispielsweise an dem N64-Controller. Der Zustand, muss man sagen, war richtig gut. Der Joystick, der schnellte immer zurück, war nicht großartig ausgeleiert. Ist eigentlich wirklich ein guter Zustand gewesen. Allerdings habe ich euch den Preis eingeblendet. Die werden verkauft so ungefähr so zwischen 20 und 25 Euro. Hier unten seht ihr das, er hatte überall Preise drauf. Der wollte jetzt auch 25 Euro dafür haben. War mir ein bisschen zu viel, ne? Jetzt gehen wir hier ein paar PS1-Spiele durch. Ja, dieses Total NBA 96 hätte man sich genauer angucken können.
und den Zustand einmal testen können oder in Augenschein nehmen können. Das ist ein Spiel, ist glaube ich ganz relativ beliebt. Wenn euch hier irgendwas auffallen sollte, irgendein Spiel, was ich übersehen habe, wo ihr gerne mehr zu hättet gesehen, dann sagt mir gerne Bescheid. Auch hier die PlayStation 2 Spiele, NBA Ballers, hätte man auch drüber nachdenken können mitzunehmen. Die Lego Star Wars Reihe ist ja eigentlich auch beliebt, aber für den Preis, ich glaube pro Spiel wollte der, also PS1 Spiele hat der so für 7 bis 12 Euro angeboten. Die Spiele, die normalen PlayStation 2 und PlayStation 3 Spiele auch zwischen 7 und 10 Euro. Ich denke, ja, keine Ahnung. Also wenn ihr das für eure Sammlung sucht, kann man da zuschlagen eventuell. Ansonsten habe ich da jetzt die Finger von gelassen. Hier auch so ein Spiel, Street Dogs, ist jetzt nicht das beliebteste. Ich denke, die guten Spiele sind auch schon weg gewesen. Deswegen habe ich da auch erstmal an die Finger von gelassen. Wir schauen nochmal weiter. Dann haben wir hier noch... wir schauen mal ganz kurz weiter. Ein paar Gamecube-Spiele sehe ich da gerade, aber erst noch widme ich mich den Wii-Spielen. Außer Wii Fit Plus ist das, denke ich mal, alles nicht so interessant. Habe ich aber auch stehen lassen, weil ich glaube, 10 Euro war mir zu viel. Dann dieses Spiel von Ruffy, Ultimate World, glaube ich, heißt das für die Wii U. Ich glaube, 7 Euro hätte das gekostet. Das ist schon ein bisschen beliebter und geht auch für ein paar Euro mehr. Ja, Gamecube-Spiele. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Red Card für so viel Euro geht. Und dieses Red Faction 2 geht auch eigentlich für ein paar Euro weg. Die Spiele haben 3 bis 5 Euro gekostet. Ich denke, da werde ich nochmal die Tage vorbeischauen und da zuschlagen. Ich denke, Gamecube-Spiele kann man eigentlich immer gebrauchen. Ich finde Gamecube so cool. Das war mal einfach meine Jugend. Damit habe ich quasi so die nach der N64 die ersten Erfahrungen gesammelt zum Zocken und hat einfach Spaß gemacht. Hier Nintendo DS, da hofft man natürlich immer auf ein Diamant- oder Perl-Pokémon-Spiel. War allerdings auch nicht dabei. Da sind die üblichen Spiele, die es auch sealed quasi für 4 Euro gibt. Noch ein anderer Stand, der da war, auch ein paar DS-Spiele. Allerdings auch nichts Interessantes dabei gewesen leider. Die klassischen Spiele. Das hätte ich etwas günstiger eingeschätzt. World Cup 94 für die Sega. Ihr seht aber auch die saftigen Preise hier, 15 und 10 Euro. Habe ich dann auch die Fingerchen von gelassen. Mario Kart, ihr seht selber die Preise. Halleluja. Das sind auf jeden Fall übelste Händlerpreise. Da kann man als Reseller nicht mehr großartige Schnapper machen. Wenn ihr Infos zu PS3-Spielen haben möchtet oder zu dem Wert von PS3-Spielen, dann schaut einfach mal auf dem Kanal von White Wolf vorbei. Der hat ein interessantes Video zugemacht, dass die Preise der PS3-Spiele quasi, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, so hoch wie noch nie sind und die Preise explodieren. Schaut euch das einfach mal an, wenn euch das interessiert. White Wolf Flohmarkt, ihr findet den ganz normal in der Suchleiste auf YouTube. Der macht sehr unterhaltsame Videos. Grüße gehen raus. Sehr korrekter Dude. Schaut euch das gerne mal an. Wenn ich irgendwas übersehen habe, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Dann habe ich beim Rausgehen noch unten in der Kiste was gesehen, und zwar von der PlayStation 2 so eine, weiß ich nicht genau, was es war. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf Kamera. So ein Big Pack von Bob der Baumeister für die PS2. Ja, guckt man sich mal ganz kurz an. Der Zustand war nicht allzu dolle. Habe ich dann letztendlich auch liegen lassen. Ich glaube, hätte auch ein paar Euro zu viel gekostet. Und ist auch sowieso nicht so interessant für mich, dieses Bob der Baumeister. Das sind noch ein paar Sportspiele und dann war es das auch schon. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bleibt dran, damit ihr beim nächsten Mal das Video nicht verpasst. Schreibt mir auf Instagram. Liebe Grüße reingehauen. Danke für euren Support, Leute.